Ja, hallo und herzlich willkommen zum Start der neuen Handelswoche. Liegt der deutsche Aktienindex 0,42% im Minus? Ist das schlimm? Ist das gut? Ist das viel? Ist das wenig? Das sind so Fragen, denen wollen wir gleich ein wenig genauer nachgehen. Bevor ich das kann, muss ich aber den Risikohinweis loswerden. Das Video stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Und natürlich ist das Video auch nur meine Meinung. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr heute dabei seid, wenn sich wieder alles um den deutschen Aktienindex dreht. Ich freue mich natürlich auch über das gute Feedback, was ich mit Blick auf die Aktionen der letzten Tage, mit Blick auf die Aktionen in der Trader-Ausbildung erhalten habe. Falls ihr da noch Fragen habt, schreibt mich ruhig gerne an. Ihr könnt gerne auch in den Kommentaren dazu was reinschreiben. Versuche ich sofort zu beantworten. Nichtsdestotrotz geht es jetzt natürlich um den deutschen Aktienindex. Und wer den Kanal länger verfolgt, weiß, wie ich zum deutschen Aktienindex stehe. Ich erwarte im Markt immer noch ein neues Allzeithoch. Das ist für mich im Grunde ja schon seit November, seit spätestens Dezember der Fall. Und dementsprechend stellt sich die Frage, warum? Ganz einfach. Wir haben einen steilen Aufwärtstrend gesehen, eine Konsolidierung, man könnte das als Flaggenformation bezeichnen. Und jetzt zieht der Markt wieder am Ende nach oben durch. Und ich will gar nicht oder ich möchte auch euch sagen, warum ich das Ganze so erwarte, auch wenn man damit vielleicht sich die ein oder andere Analyse selber machen kann. Aber gut, ich bin halt auch der Coach. Ich mag es gerne, auch mein Wissen weiterzugeben. Von daher, warum ist das Ganze eine bullische Konstellation? Ganz einfach, bullischer Trend, Konsolidierung. Anschließend nochmal neues Hoch. Das ist das Verhalten, was wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Egal ob es im Großen oder im Kleinen. Bullischer Trend, Konsolidierung, neues Hoch. Bullischer Trend, Konsolidierung, sehr viele Seitwärtsbewegungen. Bullischer Trend hier in 2021, Konsolidierung auf hohem Niveau, Seitwärtsbewegung. So, wer die Sendung verfolgt, weiß eben, dass ich genau das erwarte. Und das eben schon, bevor wir das Hoch hier bei 17.003 Punkten gemacht haben, war die Ausgangsbasis. Die nächste Konsolidierung könnte zickig werden und insgesamt könnten die nächsten Wochen und Monate zickig werden. Sind jetzt mittlerweile ein guter Monat ist vorbei, anderthalb Monate sind vorbei und der Markt ist zickig geworden und das dürfte und könnte uns noch weiter begleiten. Sprich, ich gehe von einem neuen Allzeithoch aus, aber ich würde jetzt noch nicht unterstellen, dass der deutsche Aktienindex das hier macht. Hochläuft und dann sehr bullisch bleibt und dann richtig Druck nach oben macht, nochmal bis 17.800, 18.000 Punkte oder ähnliches durchstartet. Also hier nochmal eine richtig starke, schnelle Bewegung ransetzt. Das ist definitiv nicht unmöglich, wäre aber ehrlich gesagt nicht mein Favorit. Mein Favorit ist eher, dass wir im übergeordneten Rahmen bullisch bleiben, dass wir da aber, ich sage immer nochmal, eine zickige Bewegung sehen. Das kann auch nochmal die nächste Rücksetzer sehen. Das kann sich auch noch einige Wochen hinziehen, um dann im Idealfall den Bullenmarkt nochmal aufzunehmen. Und ja, dabei kann es auch nochmal auf und unter die 16.350er Marke gehen. Nur muss man ganz ehrlich sagen, ich würde erstmal das erste Ziel sehen, nämlich gerne ein neues Allzeithoch. Und das ist der Punkt, an dem wir uns momentan befinden. Deswegen zurück in den 30-Minuten-Chart, damit wir das Ganze eruieren können. Da sieht man heute, oh, ich lade ihn mal neu, dann habe ich das Volume Profile auch mit drinne. In der richtigen Einstellung. Da sieht man heute meine Pfeile von heute früh. Wir arbeiten sie so ein bisschen ab. Der Markt war lediglich nach unten ein wenig dynamischer. Habt hier auf alle Fälle so ein bisschen den Tiefbereich vom Freitag nochmal angetestet, den Konsolidierungsbereich. Das gibt mir definitiv ein wenig zu denken. Ich würde das bullische Szenario noch nicht ad acta legen. Aber es ist auf alle Fälle eins, wo man sagen muss, naja, der Markt hätte hier nicht so tief reintauchen müssen in den Bereich unter die 16.885 Punkte und fast nochmal das Freitagstief austriggern müssen. Wir haben hier Volumen, wir haben hier ein bisschen Volumen. Das heißt, wir haben auch den Volumenshift nach oben, die Aufwärtsbewegung ist absolut intakt. Aber man sieht es eben, wir sind preislich gesehen mit dem Hoch am Freitag schon relativ teuer. Und da gibt es dann auch mal größere Gewinnmitnahmen, größer in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz, der Bereich, und das ist wichtig, 16.875 Punkte, 16.850 Punkte, der wird gekauft. Hier zeigt sich momentan eine gewisse Stabilisierung und im Idealfall setzen wir diese Stabilisierung weiter fort in Richtung Hoch. Ohne, und das ist für mich so ein bisschen der wichtige Punkt, ohne dass wir nachhaltig unter 16.860 Punkte zurückfallen. Jetzt bin ich ehrlich, das nachhaltig, das ist das, was momentan so ein bisschen das Schwierigste zu eruieren ist. Warum? Weil nachhaltig ja im eigentlichen Sinne wäre es mir am liebsten, wenn wir eben überhaupt nicht mehr unter die 16.860 Punkte zurückfallen. Falls wir darunter zurückfallen, dann haben wir natürlich hier mit den 16.850 Punkten, mit dem Volumenprofil vom Donnerstag, auch nochmal eine gewisse Supportzone, die uns hier Halt geben könnte, womit dann hier der Versuch nach unten im Grunde so ein bisschen eine Bärenfalle darstellt, um nach oben durchzustarten. Man muss aber ganz klar sagen, eine Bärenfalle ist natürlich erst dann eine Bärenfalle, wenn der bullische Konter gekommen ist. Und wenn der ausbleibt, dann haben die Bullen natürlich eher ein Problem,
dann könnte man das hier als kleinen Startschuss für eine Korrektur in Richtung 16.800, 16.750 Punkte werten, um zum Beispiel hier auch noch das Gap zu schließen, wobei der Preisbereich auch nochmal ein Support ist. Sollten wir diesen kurzfristig bärischen Weg einschlagen, bitte denkt dran, das ist immer noch nur ein kurzfristig bärischer Weg. Das ändert nichts an dem, was wir vorhin uns im Tageschart angeschaut haben. Wir brauchen halt nur noch mal ein bisschen mehr Anlauf. Da würde ich noch nicht so weit gehen. Soweit jetzt zum deutschen Aktienindex. Speichere ich mal ab. Habe ich eigentlich alles gesagt. Wir gucken auch noch mal auf den Future, ob wir da ein paar andere Informationen bekommen oder ob das im Grunde analog ist. Vor allen Dingen vom Volume Profile her. Wir ziehen mal den Zickzack raus und nehmen dafür einfach das Volume Profile rein. Jetzt fange ich schon an, Englisch zu sprechen. Das will ich gar nicht. Da können wir den 30-Minuten-Chart nehmen und legen einfach mal das Volume-Profile rein vom täglichen Rahmen beziehungsweise Freitag und heute. Und ich habe das gerne auf der linken Seite. Genau. Okay, hier sieht man es auch. Es passt momentan noch. Wir sind auch hier in diesen beiden Volumenzonen drin. Wir haben auch hier die entsprechenden Kaufzonen vom Freitag noch gehalten. Wir machen so ein bisschen A, dass wir, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das zeichnen soll, dass wir hier so ein bisschen diesen Bereich noch mit Volumen auffüllen und wir füllen auch gleichzeitig noch ein wenig den höheren Bereich aus. Das ist okay. Aber es ist jetzt schon auch eine wichtige Basis. Die Käufer sollten auch hier möglichst Druck machen. Und man muss es auch ganz klar sagen, wir sehen das hier relativ gut im Volume Profile. Der Bereich, nehmen wir mal rot. Rot passt besser dazu. Dieser Preisbereich, den wir hier haben, der ist halt eine gewisse Widerstandszone. Da muss man aufpassen. Das ist im Future eben zwischen diesen 17.000 Punkten und 17.042 Punkten. Da wäre ich vorsichtig. Heutige Point of Control, Point of Control vom Freitag und dann auch vom Donnerstag und Mittwoch. Also das ist schon, na, da wird schon viel gehandelt. Trotzdem sollte er idealerweise überwunden werden. Ist auch der ideale Bereich, wo man hier heute Morgen, heute Nacht so ein bisschen konsolidiert hat. Also es ist nicht ganz ohne. Von daher passt es schon, dass ich im deutschen Aktienindex die Pfeile nach oben jetzt nicht mehr so eindeutig blau gemacht habe, sondern es, man muss hier wirklich auch kurzfristig mitdenken und quasi den Markt auch kurzfristig verfolgen. Aber vom Grundsatz her passt das noch und deshalb hier im deutschen Aktienindex jetzt im Future auch keine entsprechenden großen Unterschiede. Ich speichere das Ganze mal. Kurz noch Differenz, 16.991 Punkte ist momentan der Future und der DAX liegt bei 892 Punkte, das heißt, wir haben ca. 100 Punkte Unterschied. Also falls der ein oder andere versucht, hier rumzurechnen, ca. 100 Punkte Unterschied ist die momentane Differenz. Ja, soweit dann alles zum deutschen Aktienindex. Habe ich schon wieder 7 Minuten, fast 8 Minuten gequatscht. Das war es dann aber tatsächlich auch. Trading-Idee, heute, ja, long, ne, habe ich gesagt, mit dem Support ist aber auch schon ein bisschen fortgeschritten, ist jetzt nicht die ideale Ausgangsbasis. Also ein bisschen an der Analyse langhangeln, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, ja, denkt dran, wenn ihr Fragen zur Trader-Ausbildung und Co. habt, falls da noch was ist, falls ihr noch Fragen zur aktuellen Aktion habt, stellt sie unten in den Chat rein. Ansonsten freue ich mich natürlich immer auch über einen Daumen nach oben hier im Kanal und auf dem Kanal, über Feedback, Meinungen, auch Wünsche. Könnt ihr gerne mal äußern, was euch bewegt, was ihr gerne mal auch besprochen haben wollt, aus dem Coaching-Bereich oder auch aus dem analytischen Bereich. Würde mich auch mal interessieren. Also ihr habt eigentlich genug Möglichkeiten, unten mal so den einen oder anderen Kommentar dazulassen. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch aber für heute alles Gute, gute Trades, viel Erfolg. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder.